Im letzten Part von New Super Luigi U haben wir Bowser Jr. und Wendy besiegt. Heute geht es zum allerersten Mal in den Limonadendschungel. Geben Sie uns die Vorschau. Bum bum. Wow. Irgendwelche gruseligen Bäume. Oh nein. Iggy. Das erwartet uns aber alles noch nicht heute, weil wir das wahrscheinlich niemals schaffen werden. Rankenspiel im Gigantogarten. Let's go. So, wieder hier mit den großen Drecksgegnern. Nein, eigentlich ist die Idee ja wirklich cool gewesen. Aber man hat es halt irgendwann ein bisschen übertrieben. Jedes verdammte New Super Mario Bros. Dingens. Da ist der Pixel Luigi. Was wollte ich denn sagen? Jede New Super Mario Bros. Och, Alter, hört mir nicht zu, okay? Dschungelwelt fängt mit so einem Level an, habe ich das Gefühl. Außer, na gut, sage ich während ich nur, warum ist denn da jetzt eine Mini-Röhre? Weh, da ist irgendwas Wichtiges drin, dann raste ich aus. Also das mit den Mini-Röhren in New Super Luigi U fuckt ja mal übel ab. Das ist jetzt nicht dein Ernstspiel. Weh, hier ist kein Pilz drin. Danke. Ich dachte, ich bin nah genug an der Röhre. War ich aber scheinbar nicht. Okay. Was ist hier? Das sieht auch schon wieder komisch aus. Sehr schön. Aber das mit den Lianen ist schon ganz cool gemacht eigentlich immer. Auch wenn das eigentlich DKs Aufgabe ist. Ah, danke! Schön, dann haben wir alles. Dann scheiß auf die Mini-Röhre. Der Koopa-Panzer hat uns alles Erdenkliche gebracht. Danke dafür. Und sogar ein Leben. Müssen wir auch mal appreciaten. Ich habe keinen Platz für so eine scheiß Items. Ja, guck mal. Was setzt man mal ein? Hier, Eichelpilz. Nein, und wir gehen halt trotzdem rein. Weil vielleicht gibt es ja nur ein Item. Ja, das kann sein. Ja, ja, kein Bowser. Ja, seht ihr, dann passt das. So, das Itemspiel, das hat man jetzt schon ein paar Mal. Oh nein, es ist wahrscheinlich die 2 und die 4. Oh. Oh. Das war ja schwierig. Toad, du hast dir Mühe gegeben, mir eine schwierige Challenge zu bereiten. Hätte ich fast nicht geschafft. Jetzt habe ich einen Stern, der mir... Doch, für Mopsy bringt er mir was. Limonadendschungel 2, giftigere Gewässer. Kann es sein, dass das Original-Level giftige Gewässer hieß? Man ist jetzt hier zu giftigere Gewässer umbenannt. Junge, was ist das denn? Nein, bitte! Tu mir das nicht an! Bitte, Luigi! Warum hältst du dich überall fest? Übel viel Zeit vergeudet. Hallo, warum geht die Starcoin auch weg? Damit habe ich nicht gerechnet. Warum ist da ein Dingens? Wie komme ich denn da schon wieder ran? Koopa Panzer? Wirklich? Was ist denn da? Das Secret Exit? Ich meine, ich weiß ja, dass es einen gibt. Was ist denn das für ein Scam? Was ist denn das für ein Scam? Sowas hab ich doch nicht verdient. Lasst mich in Ruhe. Alter Junge, was? Seid ihr bescheuert? Nein, macht die Dinger. Ich dachte früher mal, das ist Holz. Sind das eigentlich Holzblöcke? Diese brüchigen Blöcke, das ist doch Holz, oder? Immerhin haben wir jetzt schon mal das da. Ohne Eichelpilz ist das ja mal die Hölle. Wie komme ich denn da runter? Irgendwie habe ich was mit einem Schalter im Kopf. Dann bitte komm jetzt noch nicht raus, Koopa. Jetzt!
Was? Wie stellt ihr euch das vor, hä? Da ist ja offensichtlich irgendwas. Ach, komm schon. Och nee, nicht du. Setz jetzt eine Pia-Eichel ein, nur damit sie weg ist. Es muss doch aber einen gewollten Weg geben, oder nicht? Ja, ich weiß, das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen lame, aber... Ah, da kommt wirklich ein Schalter! Ja, okay. Also so macht man das. Geht natürlich auch easy ohne Pia-Eichel, aber... Ja. Ich hab's mir halt jetzt kurz mal vereinfacht. Was ist hier? Mann, ich hab keinen Pixel-Luigi. Ach, da ist er! LOL! Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er hier bei der 4-4, aber... Er war einfach hinter der Fahne. Alter, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und jetzt habe ich halt so ein beschissenes Item. Aber egal. Ja, eine Feuerblume ist eigentlich schon ganz cool. Die setze ich gerne ein. So, der Secret Exit verbirgt aber eigentlich nur eine Abkürzung, um diese gruseligen Bäume zu skippen, was auch immer dort geschieht, in den gruseligen Bäumen. Was könnte da schon passieren? So, und weil wir immer noch keinen Platz im Inventar haben, setzen wir einen Stern ein. So, Mopsy, dann bist du jetzt wieder dran. So, komm her. Na komm. Hallo. Alter, trotzdem, das war übel ehrenlos, dass er in dem Koopa stehen bleibt. Na egal, wir haben ihn. Sehr, sehr schön. Auch wenn ich die Pia-Eiche eigentlich nicht brauche. Okay, dann lasst uns jetzt endlich mal wieder mit einem Level weitermachen, nämlich mit Hacky Panic, dem Limonadendschungel 3. Ach nee, seit heißt sie eigentlich die... Oh, komm, das ist nicht dein Ernst. Bin ich jetzt echt so scheiße? Auch hier ist im Übrigen der Nachthintergrund auch wieder wundervoll. Ich liebe Nacht-Settings. Brauche ich den P-Switch? Wenn ja, habe ich es Ast. Natürlich brauche ich den Ast rein verkackt. Aber kommt schon, die Starcoin wäre auch übel schwierig. Hallo, was? Ja, also jetzt dreht er langsam ein bisschen durch. Aber okay, wir sind auch langsam in Welt 5. Ach komm schon, bin ich echt zu scheiße dafür? Lauf. Bitte was? Ich hasse sie über alles. Wie stellt ihr euch denn das vor? Okay. Wisst ihr was? Ich scheiße jetzt erstmal auf die Starcoin, weil ich möchte die erste ins Ziel bringen. Die hat mir jetzt
paar Nerven zu viel gekostet. Komm, scheiß einfach auf alles. Ich hole das gleich. Es kostet mir gerade zu viele Nerven, das Level. Auch hier kein Plan, wo der Pixel Luigi ist. Wahrscheinlich hinter irgendeinem Hacky. Ich würde am liebsten auch hier erstmal wieder ins Ziel gehen, aber wenn es so geht, dann mache ich es natürlich. Ja, Pixel Luigi suche ich gleich. Sehr schön, dann haben wir wenigstens schon mal die Star Coins. Hier ist er doch. Hier ist die Luigi-Referenz. Sehr, sehr schön. Da in dem Baumstamm war der halt. Hat man, denke ich, gut gesehen. Ja, ja. Laber mich nicht immer zu. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass in New Super Mario Bros. U, die, ja, genau, die, fünfte Welt, also der Limonadendschungel, meine Lieblingswelt war? Wenn nicht, habe ich das jetzt getan. Manchmal weiß ich nämlich nicht so recht, was ich mir nur denke und, oder was weiß ich. Also das war wirklich das Schlechteste, was ich jemals herausgeholt habe. Kann man sehen, wie viele Bowser man hat? Schade, nee, das hätte mich mal interessiert. Naja, egal. Ein Leben trotzdem durch Münzen. Ja, also die der Limonadendschungel war immer meine Lieblingswelt. Turm-Action im Gräuelbesuch im Schlangenblock-Turm. Das hasse ich. Das sind übrigens die Kreuz, falls ihr fragt. Ich habe mich auch manchmal gefragt, was das überhaupt sein soll. So, hier müssen wir das mit Wandsprung regeln. Das ist natürlich nicht so nett, aber kriegt man hin. Wir sind ja Pros. Oh, es gibt einen Eichelpilz. Das ist so sozial. Da oben, was ist da? Da ist P-Switch. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Bitte mach ihn an, aber. Okay, duck dich. Das war doch mal gar nicht so schlecht gemacht von mir. Ausnahmsweise. Aber ich erinnere mich. Ich muss dahinter. Aber ich war viel zu langsam. Aber mit Skill schafft man es dahinter. Genau. Da ist der Pixel Luigi. Und ansonsten hier noch die Star Coin. Oh, nur gut, dass ich das jetzt noch ausbügeln konnte. Haben wir das wenigstens jetzt aus dem Level vorher wieder gut gemacht, was ich da an Leben vergeudet habe und ja, was ich da einfach schlecht gewesen bin, habe ich hier jetzt, denke ich, wieder ein bisschen Skill gezeigt, oder? War doch okay. So, Bum Bum ist jetzt auch riesengroß, einfach nur, weil es zum Dschungel passt. Meinetwegen, mach was du willst. Ich meine, okay, du hast mich getroffen. Glückwunsch. Aber umbringen wirst du mich nicht. So viel Erfahrung habe ich ja nun doch. So, jetzt geht es in diesen ach so gruseligen Wald. Hallo! Wer erwartet mich denn hier? Ach du Scheiße. Buhus Tanzboden.
Ich wusste nicht, dass jetzt ein Geister rauskommt. Das geht sofort mit Leveln weiter. Och nee! Und dann ist es auch noch das! Oh, das ist einer meiner Hassgeisterhäuser auf Alltime. Da, dieses Starcoin schon wieder. Wie? Hä? Ich weiß auch leider nicht, wo das Secret Exit ist. Dass es hier einen gibt, das weiß ich allerdings. Okay, ich kann die Starcoin wenigstens holen. Wofür wahrscheinlich wirklich der Eichelpilz verlangt ist. Aber hier diese Buhu-Kreise, die sind schon immer nervig gewesen. Sind zwar wirklich ein gutes Hindernis an sich, aber halt todesnervig. Ich werde das Geisterhaus wahrscheinlich eh 100-mal spielen müssen. Alter, ja, ich erinnere mich, das hier war die größte Lächerlichkeit jemals. Das ist so random, wirklich. Und ich meine, das ist so ehrenlos, dass man hier wirklich den Eichelpilz behalten soll. Ich glaube, man brauchte den am Ende für irgendwas. Doch, doch, ja, mit Sicherheit. Ich glaube, man musste irgendwo hinterfliegen. Ja, genau dahinter muss man wahrscheinlich. Und dafür braucht man den Eichelpilz. Ziemlich sicher war das so. Geht's nicht wieder rein, okay. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich das gehasst habe, das Geisterhaus. Naja, egal. Haben wir wenigstens das schon mal. Gut gemacht, Luigi. Ansonsten dürfen wir uns jetzt noch einen abquälen, aber das kriegen wir hin. Balam, bam, balam, balam. Oh, ich liebe den Remix. Wäre sogar ein Block gewesen, wie nett. Nehme ich einfach jetzt mal komplett mit. Aber man muss halt auch erstmal den Eichelpilz behalten. Och scheiße, jetzt bin ich auch noch gestorben. Weil ich keinen Bock auf den Scheiß hab. Hör auf zu lachen, du Vogel. Ach komm. Du dummes Vieh! Egal, ich versuch's mit dem Stern einfach mal. Kommt man da weit genug mit? Alter, echt? Okay, cool. Hier ist die Luigi-Referenz. Und dann hat das ja gepasst. Ansonsten zurück geht's nicht. Warum auch? Ja, hier verlangen sie sogar den Eichelpilz. Aber mit dem Stern geht's auch. Also scheiß auf den Eichelpilz. Und ja, obwohl es heute eigentlich ein schöner Part war, möchte ich ihn mir jetzt trotzdem noch versauen, indem ich das Level da oben spiele. Ich weiß nicht, dass mich das abfacken wird und ich möchte im nächsten Part nicht mit sowas starten und dann zwei Aufnahmen von sowas genervt sein. Para-Käfer, Paranoia. Jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse diese Käferlevel über alles. Ich komme mit denen einfach nicht klar. Ich weiß nicht, wie das hier in New Super Mario Bros. New Super Luigi U war. Nur ich weiß halt, dass ich das in Wii gehasst habe, das in U gehasst habe. Ich hab's einfach überall gehasst eigentlich. Super Mario Maker für Nintendo 3DS. Einfach überall. War jetzt, denke ich, rauszuhören. Für was brauche ich denn eigentlich den P-Switch? Ist nur für Geld? Ich meine, ist ja nett, aber. Ach so, ach lol. Ich habe das erst ein bisschen spät gecheckt. Was? Okay, aber man hat sich hier schon ein bisschen mehr einfallen lassen als nur. Ach, da ist der Pixel Luigi. Ja, ich muss durch. Ja, da ist der Pixel Luigi. Ballert hier halt noch Bonsai-Builds durch, die ich jetzt eigentlich aber nicht gebraucht hätte. Mach bitte hin. Ich hab sie.
Ich weiß nicht, ob ich es hoch schaffe. Ja, schaffe ich tatsächlich. Und ich schaffe das hier. First Try, willst du mich verarschen? Damit hätte ich niemals gedacht, niemals gerechnet. Und wir haben alles gefunden. Einfach alles. Warum nicht immer so? Und Toad, was hast du für mich? Ich glaube, ein Leben war das bei 33, ne? Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Nehmen wir aber gerne an. Wir sind bei fast 99. Sehr, sehr schön, dann doch kein nerviges Ende. Hier geht's dann in eine wolkige Aussicht. Da gehen wir aber im nächsten Part nicht weiter. Aber ich danke euch trotzdem vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play New Super Luigi U. Wenn ihr die zukünftigen nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin aber noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.